herzlich willkommen bei uns, der Weber Metallmanufaktur, zu unserer Anleitung, wie baue ich die Anbauteile vom Zylinder weg. Als erstes die Powerwalze demontieren, nehmen wir rechts bei der Zugsteuerung die Schraube weg, wo die Bautenzüge eingehängt sind. Ja, dann machen wir auf der linken Seite die Schraube raus von dem Deckel, wo die Powerwalze in der Mitte befestigt ist. Den Deckel kriegt ihr am besten weg mit einer Wasserpumpenzange, weil der ist ziemlich ordentlich da drin befestigt durch den O-Ring, der die Pressung hat, geht der relativ schwer raus, aber indem ihr den ein bisschen hin und her nottelt, ein bisschen hin und her bewegt, geht das Ganze dann meistens recht gut. Wenn es je noch klemmt, dann nimmt ihr noch einen zweiten Mann mit dazu, nimmt zwei Schraubenzieher und hebelt ganz leicht, aber nur ganz leicht und einer mit der Zange und dann geht es auf jeden Fall. So. Jetzt können wir die zentrale Schraube lösen von der Powerwalze, die in der Mitte zweigeteilt ist, die Powerwalze. Ein Teil wird jetzt gleich nach links rausgezogen, der andere Teil nach rechts. Achtung, die Schraube ist auch immer ziemlich stark fest durch die Temperaturen und den Öl und den ganzen Schmodder da drin. So, Schraube ist draußen. Jetzt können wir die eine Hälfte der Powerwalze nach links rausziehen, mit der Wasserpumpenzange. Und manchmal geht es auch mit zwei Fingern. Oh. Auf der rechten Seite, wo die Bautenzüge eingehängt sind, unter diesem Plastikrädchen, sind auch nochmal zwei Imbusschrauben. Die löst ihr auch, nehmt die heraus. Dann könnt ihr nämlich das Gehäuse quasi dran lassen. Und wir nehmen dann den rechten Teil der Powerwalze im gesamten Stück raus mit dem Gehäuse und der Umlenkung. So. Falls mal eine Schraube nicht aufgeht und ihr sie rund gemacht habt, dann könnt ihr auch mit einem Torx oder einem Vielzahn den Bit einfach da reinschlagen und das Ganze verkeilen und dann mit die Schraube lösen. Nächsten Schritt, wie bekomme ich die Stehbolzen aus dem Zylinder? Wenn ich keinen Stehbolzenausdreher habe, ich nehme mir zwei Sechskantmuttern, das kann eine Hutmutter sein, das kann aber auch eine ganz normale sein. Das Geheimnis ist, ich drehe zwei Muttern auf, nacheinander und verspann die gegeneinander. In dem Fall war das jetzt hier ein 13er Ringschlüssel. Schönen Ringschlüssel ist natürlich besser wie ein Gabelschlüssel, weil ich dort allseitig umgreife und die Kraft besser einleiten kann. So, den Ringschlüssel drauf, dann die Rätsche drüber, auch 13er Nuss, das war jetzt eine 3/8 Zoll Rätsche. Ich verspanne jetzt die beiden Muttern gegeneinander in den Gewindegängen. Ich konter die quasi gegeneinander und verklemme jetzt den Bolzen und kann den somit jetzt rausdrehen. Ganz einfach. Wenn ihr merkt, es geht mal nicht richtig oder es ist sehr schwer, dann weicht ihr die Gewinde vorher ein. Das heißt, ihr nehmt WD-40 oder ein anderes Öl, ein Kriechöl etc., handelsübliches, sprüht die Gewinde oben ein, sodass es in die Bohrung nach unten einsickern kann und lasst den 2-3 Stunden stehen, einwirken und dann startet ihr den Versuch einfach nochmal. So, die gekonterte Mutter dann wieder öffnen. Das gleiche Prinzip wie beim Zudrehen, einfach gegeneinander aufdrehen. Stehbolzen raus und analog dann die anderen Stehbolzen. Stehbolzen für den Auspuffkrümmer geht es genauso, wie wir es oben hatten, bei den Stehbolzen für den Zylinderkopf. Da kontern wir auch zwei M8-Muttern. Es gibt noch einen kleinen Tipp. Wenn die Stehbolzen mal nicht rausgehen, könnt ihr auch das Gehäuse quasi, also den Zylinder an der Stelle mit dem Heißluftföhn erwärmen. Der dehnt sich dann leicht aus und das Gewinde gibt sich dann eher frei. Ja? Also wenn ihr das erwärmt, wenn die mal gar nicht rausgehen sollten und ihr habt da die Mutter vielleicht schon rund gedreht und ihr habt jetzt eigentlich Angst, dass ihr den Stehbolzen bald abreißt, bevor ihr ihn abreißt, erwärmt den Zylinder an der Stelle mit einem Heißluftföhn. Wir stellen die bei uns immer so ca. mit 400 bis 500 Grad ein. Das Gehäuse wird dann natürlich nicht so warm, aber es wird dann wärmer, als dass man es nicht mehr anfassen kann. Und dann kriegt ihr die Stehbolzen in der Regel auch problemlos raus. Ja.
die Konterung wieder lösen und dann den zweiten Stehbolzen rausdrehen. Vierten und letzten Schritt noch die Krümmer-Dichtscheibe entfernen. Wir freuen uns, wenn ihr uns einen Daumen hoch gebt oder uns abonniert. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben oder anrufen. Vielen Dank. Tschüss.